Hallo zusammen zu einem neuen Video von uns. Es gibt mal wieder eine Restaurantvorstellung. Wir sind gerade auf dem Weg ins Old Port Royal Gebäude. Das liegt in Disneys Caribbean Beach Resort. Und der ein oder andere mag es jetzt vielleicht schon ahnen, es geht zu Sebastian's Bistro. Eines unserer Highlights seit einigen Jahren inzwischen. Im Prinzip, wir waren zum ersten Mal da 4 Wochen, glaube ich, nach der Neueröffnung. Ja. Und seit der Zeit sind wir begeistert davon. Egal, welches Konzept dort gefahren wurde, alles war toll. Alles hat uns begeistert. Und daher darf das bei keinem Urlaub fehlen. So auch dieses Jahr. Und heute Abend ist es soweit. Unsere Reservierung ist gleich fällig. Und wir haben auch ein bisschen Hunger mitgebracht. Hier sind wir jetzt in Sebastian's Bistro und haben die Karte bekommen. Es ist nach wie vor ein Family-Style-Angebot, bei dem es erstmal Buttery House-Baked Pull-Apart Rolls gibt. Dann gibt es einen Salat und dann Taste of the Caribbean. Das kann man bekommen oder, wenn man möchte, gibt es Taste of the Caribbean auch als Plant-Based Option. Ebenso natürlich bei der Vorspeise. Dann sehe ich zwar jetzt gerade nicht, was daran nicht auch schon Plant-Based wäre, aber vielleicht einfach der Vollständigkeit halber, damit es dort aufgeführt ist. Und man kann das Essen erweitern, wenn man möchte, um Crab Cakes, Coconut Shrimps oder Escabeche. Und zum Nachtisch gibt es dann auch nochmal einen Coconut Pineapple Bread Pudding, den es dann auch wieder als Plant-Based Option gäbe, wenn man möchte. Also, ja. Sieht auf jeden Fall gut aus. Das Menü hat sich seit unserem letzten Besuch nicht geändert, soweit ich das sehe. Und wir sind zuversichtlich, dass wir hier was Leckeres zu essen bekommen. Ich habe mir ein kleines Bierchen gegönnt. Ein Carib Lager. Wir sind hier schließlich in der Karibik und es ist ein Caribbean Original. Deshalb ein Bierchen für mich, während der Rest des Tisches Eistee oder Cola trinkt. Unsere Vorspeise ist da, das ist der karibische Salat mit ein bisschen Obst und Körnern und das Brot, der Bread Service, der nicht mehr nur die Pull-Apart Rolls sind, sondern auch noch ein Mickey-Shaped Bread mit einer Guavenbutter und einer Zwiebelmarmelade. Ja, das ist es auch schon. Wir schlagen jetzt kräftig rein. Und das hier noch ein kleines Add-on, ein Escabeche und Bananenchips, würde ich sagen, zum Escabeche. Es gibt 3 Sachen, die ihr noch zusätzlich ordern könnt. Das ist einmal eben das Escabeche, einmal die Coconut Shrimps und das dritte, was war das dritte Add-on? Crabcakes. Crabcakes, genau. Ich habe mich für das Escabeche entschieden, weil ich wusste, dass Dörte das nicht so gern isst. Da habe ich es ganz allein für mich. Und hier kommt der Hauptgang. Wir haben hier, ich fange mal mit dem Broccolini an. Dann haben wir hier das Steak, Kabeljau, Hähnchen, Pulled Pork, Mango, ist das Mangosalat? Mango Chutney. Oder Mango so. Chutney. Und für den Rest gebe ich mal an Dörte weiter. Ist zu weit weg für mich. Hier haben wir ein gedünstetes, eingekochtes Gemüsestew. Und hier haben wir Korianderreis mit roten Bohnen. Ja, und bevor es kalt wird, höre ich dann jetzt auch schon auf. Alright. Und hier kommt unser Dessert mit der Karamellsoße, die. Thank you very much. Es ist ein Banana Bread Pudding mit Eis und Karamellsoße. Und wieder einmal sitzen wir auf unserem Sofa und kommen zu einem Restaurant-Review. Mhm. Heute war es nicht unbedingt zu laut im Restaurant, aber wir waren so spät dran, dass wir die Kellner da beim Saubermachen nicht mehr aufhalten wollten. Ja. Dachten, dann machen wir das lieber von
zu Hause aus. Das wäre auch ein bisschen unhöflich unseren Freunden gegenüber gewesen, da jetzt hinzusetzen und 10 Minuten Review zu machen, während die auf uns warten. Also hätte ich jetzt auch nicht so toll gefunden. Das kommt auch noch dazu. Und wir waren jetzt so spät dran. Wir hatten eine Reservierung für 7:55. Leider wurden wir schon direkt informiert, dass sie, wie sagten sie hier immer so schön, behind schedule sind. Und zwar schon eine halbe Stunde. Und es wurden dann so ungefähr 35 Minuten. Das ist auch, aber auch der einzige negative Kritikpunkt, den ich jetzt für heute Abend habe. Ich habe noch einen, aber dazu später. Ja, da sind wir uneinig bei dem Thema. Also, wir hatten wieder super leckeres Essen. Sebastians bleibt einer unserer Top-Empfehlungen für Essen in Walt Disney World. Auf jeden Fall. Noch dazu, ihr habt ja gesehen, was es gab. Das für einen Spottpreis, muss man meiner Meinung nach wirklich sagen, von $35 pro Person für 3 Gänge mit, man kann alles nachkriegen, so viel man will. Mhm. Wir haben das Steak nachgekriegt, das war hervorragendes Steak. Ich glaube, Reis und Boden. Reis und Boden auch. Das ist für das Restaurant jetzt der Top-Ding. Ja. Ach, Leute, aber, nehmt Reis und Boden. Aber also $35, das kriegt man, das Essen in der Qualität für $35 kriegt man bei uns in Mainz nicht annähernd und schon gar nicht in den USA und dann auch noch in Disney World. Ja, also super. Absolute Top-Empfehlung. Ja. Geht zu Sebastian's. Reserviert rechtzeitig. Inzwischen ist das Restaurant extrem stark besucht. Essen war rundum lecker. Ja. Eine winzige Ausnahme. Der Kott, der Kabeljau, der war belanglos, ja. Und hat nicht so recht drauf gepasst. Ja, erst recht hatte er eine Würzung, die eher an so eine, an Italien erinnert hat. Wie hier in den USA, so eine klassische Marinara-Soße. Marinara eher nicht. Marinara ist hier USA typisch eigentlich eine ziemlich reine Red Sauce, also reine Tomaten. Ja, okay, also da war noch Gewürze dran. Kapern dran. Ja. Aber es hat mich auf jeden Fall an Italien denken lassen. Und es war eher so eine Art Pizzaiola. Das könnte Soße. Ja. Und unsere Freundin hat es auch an Italien denken lassen. Also da war ich nicht allein. Es ist halt mal Italiener in die Karibik ausgewandert. Der war früher auch nicht drauf. Nee, ist neuer dabei, hat der Kellner auch extra darauf hingewiesen. Wahrscheinlich mussten sie irgendwas aus Fisch dazu machen, weil die Leute das gewollt haben. Und dann haben sie halt, weil der Preis hat, die anderen Sachen, ist ja nichts weggefallen dafür. Man kann ja auch nicht sagen, dass die Portionsgrößen kleiner geworden sind, wenn man alles so oft kriegt, wie man will. Also, und dann mussten sie halt was Günstiges dazu machen, weil bei dem Preis war das ohne den Fisch schon ein echt guter Preis. Und deshalb, mega gut war das Steak. Ja, super, super Grillaroma. Genauso der Broccolini, den fand ich. Es ist jetzt der zweite Tag in Folge, wo wirklich das Highlight des Essens eine Gemüsebeilage ist. Aber wir haben, eigentlich fangen wir bei den Vorspeisen an. Darüber haben wir noch gar nicht gesagt. Der Salat war ordentlich. Ja, schönes Dressing. Nicht was besonders in Erinnerung jetzt bleibt. Jetzt kommt der Bread Service eigentlich. Das kam aber gleich zu Ihrem Tisch. Ja, aber jetzt kommt eigentlich der Bread Service. Ja, das Pull-Apart-Bread ist immer super lecker. Ich vermisse immer noch ein bisschen das Jerk-Oil. Nicht nur ein bisschen, das vermisse ich riesig. Das war der beste Dip beim Pull-Apart-Bread. Aber die Guavenbutter und die Zwiebelmarmelade sind gut. Die Guavenbutter finde ich mega gut. Ja. Zwiebelmarmelade, ja. Ja, brauche ich jetzt nicht, aber es ist okay. War gut. Salat dann eben. Ja, nichts, an das ich mich groß erinnere, aber nee, war schönes, frischer Salat. Frisches Dressing war gut. Dann gab es eben zum Hauptgang das Beef, dann Jerk Chicken, auch eine sehr schöne Würzung gehabt. Dann das Pulled Pork, das war vor allen Dingen in Kombination mit dem Mango Chutney richtig lecker. Also das war sehr gut. Was hatten wir noch? Dann gab es noch dieses Vegetable Stew. Das war belanglos, fand ich. Also ich habe ein bisschen davon. Ich fand es letztes Mal schon nicht besonders lecker. Dachte so, aber ich gebe ihm noch eine Chance und dachte wieder, brauche ich nicht. Ich habe diesmal komplett vergessen, mehr davon zu nehmen. Ich habe es letztes Mal extra nachbestellt. Und im Unterhalten und wir haben so viel geredet, da habe ich einfach total vergessen. So kann ich wenig zu sagen. Du hattest noch Escabeche extra bestellt? Escabeche. Ja. Ja. Und? Die war mega lecker. Also das war
Mir waren da zu viele Tentakeln dran. Also, die war super. Jeff, der sowas normalerweise nicht so mag, hat aber mal probiert und war auch total begeistert davon. War echt klasse. Ich habe die Bananenchips gewusst. Ja, die ist mir geklaut. Ja, die waren ganz gut. Nicht die besten Bananenchips, die ich je hatte. Warum aber hast du mir dann geklaut? Du hast sie nicht gegessen, die steckten in dem Glas und... Super. Ist dann so passiert. Ist dann halt so passiert. Ja. Dann... Ich tue nicht so, als ob ich alle genommen hätte. Was hatten wir? Ja, das waren die drei Beilagen plus die Escabeche. Mhm. Und dann Nachspeise, die habe ich euch ein bisschen in der Eile, weil das Eis wegschmolz und wir drauf haben wollten, wie der Kellner den Karamell drüber gießt. Ein bisschen falsch erklärt. Es war ein Banana Bread Pudding, aber zusätzlich mit Ananas und Kokosnuss. Mhm. Genau. Und super lecker, ja. Also, wir haben ihn am Ende zwar ein kleines Stück sogar übergelassen, weil wir alle so satt waren, nicht ganz gegessen, aber er war super lecker. Ja, also ich hätte noch viel mehr davon essen können, weil es so lecker war, aber ich muss noch ein paar Wochen in die Klamotten passen hier. Ja, und du musstest schon während des Essens den Gürtel weitermachen. Ist doch wahr. Ich habe halt in weißer Voraussicht keinen Gürtel angezogen. Ja gut, so kann man es auch machen. Ja, okay. Das war unser Review zu Sebastians. Mal wieder absolut top. Top Empfehlung. Geht hin, sichert euch frühzeitig die Reservierung. Mhm. Die Qualität für den Preis bekommt ihr in Disney World sonst nirgends. Genau. Ähnlich preislich war es früher im Trails End, das leider in der Form nicht mehr gibt, aber es war dann einfacheres Essen als... Es war sehr lecker, aber es war einfacheres Essen von der Art als das hier. Und aber tipptopp. Ja, mega. Mhm. Gut. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.